Seit rund einem halben Jahr gehen die Menschen in Israel auf die Straße, um gegen die umstrittene Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu demonstrieren. Am Samstag war es das 23. Wochenende in Folge, an dem Zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung wortwörtlich Flagge zeigten. Wie hier in Tel Aviv, der Metropole am Mittelmeer, gab es an anderen Orten des Landes Protestveranstaltungen. Kritisiert werden weiterhin die geplanten Änderungen im Justizsystem. Netanjahus teils rechtsextreme Koalition will die Kompetenzen des obersten Gerichts einschränken, sodass höchstrichterliche Entscheidungen durch eine Mehrheit im Parlament aufgehoben werden können. Außerdem soll der politische Einfluss auf die Auswahl von Richtern vergrößert werden. Zehntausende demonstrierende Menschen im Land sehen dadurch die Gewaltenteilung und damit die Demokratie Israels in großer Gefahr.